Hallo zusammen, wir wollen heute einfach mal wieder die Welt retten und damit begrüße ich euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Rette die Welt Video, Fortnite, jawohl. Ihr seht gerade, ich habe gerade auch erstaunt geguckt, ich habe mich jetzt schon 1075 Tage in dieses Spiel eingeloggt, dabei habe ich lange Zeit kein Fortnite gespielt. Das ist schon krass, 1075 Tage eingeloggt, wow, nicht schlecht. Bei 1078 kriege ich wieder 150 V-Bucks, das freut mich, aber jetzt nehmen wir natürlich erstmal hier den Blitz in der Flasche mit. So. Also, heute möchte ich mal eine hohe Mission spielen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, ich habe meistens meine täglichen Aufgaben auf Steinwald erledigt. Wir können ja mal eben gucken, was sind denn meine täglichen... Höhlenausrottung, Maschinenpistole und Missionsspezialist, beliebige Held, das ist gut. Da braucht man einfach nur drei Missionen machen. Kriegt man 50 V-Bucks. Und 300 Höhlen mit Maschinenpistole killen, ja, damit spiele ich nicht ganz so oft. Da wird mir jetzt spontan der Nordmann einfallen, eine gute Maschinenpistole ist. Gucken wir mal, vielleicht rüsten wir den gleich mal aus. Allerdings, wie gesagt, heute möchte ich gerne eine hohe Mission spielen. Mal bin ich öffentlich, jawohl. Übrigens muss ich natürlich auch die Unterfangenzonen noch weiter spielen. Aber heute mal eine harte Mission. Ich würde sagen, wir spielen eine 160er Mission. Ich habe gar nicht geguckt, es gibt ja auch immer mal V-Bucks-Missionen. Könnte ich auch mal wieder reingucken, wo die sind. Und wann die sind meistens hier so, diese Stürme, hier diese leicht lilanen Stürme, geben meistens irgendwie zeitlich begrenzte Dinger. Hier kriegt man zum Beispiel einen goldenen Überlebenden. Können wir ja einmal mal die höheren hier durchgucken, vielleicht finden wir ja zufällig ein paar V-Bucks, ich glaube aber nicht. Ja, nee. Ich will ja eine hohe spielen, von daher. Die sind alle nicht, also die, klar, die sind auch hoch, ne? 116er Mission. Aber das ist jetzt egal. Hätte man wieder nach täglichen V-Box-Missionen Ausschau halten müssen. Okay, also, was machen wir? Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt hier irgendwie random reinspringe, ist es auch doof. Aber es gibt ja eine Möglichkeit, wenn man hier aufs Sturmschild, nee, gar nicht, war hier bei dem Fragezeichen, da kann man das ein bisschen anpassen. Und zwar sagen wir angepasst und wir sagen Stärke 132 bis 140, das ist doch gut. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwo da reingeschmissen werden mit ein paar Randoms. So, los geht's. Also, wie gesagt, hoffen wir mal, dass es auch klappt. Anscheinend findet er was. Das ist sehr gut. Ich bin aber... Ah, ich bin nicht alleine. Da ist noch jemand. Kann natürlich jemand sein, der irgendwo nur looten will oder so. Wir können nicht sehen, um was für eine Mission es sich handelt. Aber ich springe einfach mal rein und dann gucken wir mal. Okay, oh, so ein riesiger Hammer. Da sieht man ja kaum was vom Bild. Was haben wir denn hier? Also ich bin auch tatsächlich der Einzige hier drin. Da ist zwar noch jemand, der ist aber noch nicht im Spiel angekommen. Wir können ja mal gucken. Reite den Blitz, 140er. Ja, okay, mit Miniboss, mit Wandschwächung. Lebenssaugerangriffe, okay. Ja. Ich wollte ja den Nordmann ausrüsten. Ich werde mal den Nordmann reinpacken. Und dann werden wir mal gucken. Erstmal den Blitz finden, ein paar Materialien abbauen mit diesem riesigen Charakter, den ich hier gerade habe. Wie gesagt, die sind bei mir ja immer random. Ich habe das ja so eingestellt, dass ich da immer irgendwie random die Charaktere bekomme, die Skins. Aber der Hammer, der ist ja mal... Mein Gott. Okay, naja.
Dann nimmt er die Hälfte des Bildschirms ein. Alleine der Hammer. So, wir brauchen ein bisschen Blue Glow. Da unten liegt tatsächlich was rum. Ach, das ist hier so. Naja, gut. Nehmen wir mal einen richtigen Hammer. Muss ich noch einmal treffen. Nice. So, haben wir schon mal zwei Blue Glow. Das ist gut. Und dann würde ich hier einfach noch mal ein bisschen Materialien mitnehmen. Schrauben und solche Dinge. Vor allem die Materialien halt, die man auch nur in den hohen Missionen bekommt. Die interessieren mich. Dazu brauchen wir aber auch ein paar Schätze, die wir finden müssen. Deswegen gehen wir mal hoch auf die Dächer. Weil meistens findet man die hier so in der Umgebung der Dächer oder sowas da hinten zum Beispiel. Seht ihr? Das ist schon mal, zumindest schon mal ein blauer Schatz. Das ist doch ganz nice. Tägliche Aufgaben waren relativ einfach. Brauche ich mich nicht darum kümmern, dass ich irgendwelche Zonen machen muss. Was ich machen muss, ist mit dem... die sind auch stark, muss man sagen. Also der... Ja, ich kriege noch nicht mal den... Was haben wir denn hier? Oh ja, Einspruch! Oh nein. Ich verstehe nicht. Wieso hast du meinen Fall übernommen? Ich hab Rückenschmerzen, Mann. Die kannst du nicht beseitigen, wenn du tot bist. Oh. Ja, der Nordmann, der frisst ganz schön Muni, sag ich euch. Und macht auch nicht wirklich viel Schaden. Ist vielleicht die schlechteste Idee, mit dem Ding hier reinzugehen. Ne? Also wirklich ganz schlechte Idee von mir. Ah, ich bin auch gleich down. Oh ja, der Nordmann bringt hier nicht viel. Obwohl ich ihn auf 130 habe. Aber gegen 140er Hüllen ist der einfach strong. Nicht strong genug. So, das wollte ich sagen. Von daher werden wir mal eine andere Waffe wieder nehmen hier. Da ist der Nocturno doch einfach besser. Der ist einfach besser. Auch wenn er auch mit kleiner Munition ballert. Antrag auf Streichung. Ist dein Rücken der einzige Grund, weshalb du mir hilfst? Die gute Chili könnte deine Hilfe gebrauchen. Wenn wir sie davon abhalten können, dich umzubringen. Ich kann ihr nicht helfen. Dann bist du auf dich allein gestellt. Warte! Ich werde es versuchen. So, da oben ist was. Ich wusste, das gefällt dem hohen Gericht. Okay, Muni. Also wenn keine anderen Spieler hier reinkommen, werden wir... Da ist keiner mehr drin, ne? Nee. Dann werden wir das nicht schaffen. Das sag ich euch. Der andere Spieler ist irgendwie anscheinend hängen geblieben. Dann werden wir hier jetzt nur looten. Dann wird das hier eine Loot-Runde. Eine 140er Mission. Ich kann die alleine machen mit meinen Fallen, ja. Aber das ist Materialaufwand ohne Ende und das mache ich nicht hier für irgendeine blöde Belohnung, die ich hier kriege. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier kriege an Belohnung. Gucken wir mal. Da, epische Vorteile. Ja, nee. Also man muss so viele Fallen reinballern, wenn man das alleine machen will hier in der 140er Mission. Das mache ich nicht. Also looten wir ein bisschen und gucken, dass wir am nächsten Mal vielleicht dann ein paar Leute finden, die auch Missionen machen wollen. Dann würde ich vielleicht auch über die Einstellungen ein bisschen anders machen. So, nehmen wir auf jeden Fall hier mal so alles mit, was wichtig ist und gucken nach
Ich sammle hier auch ganz gerne tatsächlich kleinere Fallen. Also in dem Fall hier sind die kleinen. Wenn man dann aber die großen die kleinen Missionen spielt, sind die Fallen, die man hier aufsammelt, wiederum riesig groß und geil. Ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Hoffe ich. Also die Fallen, die man hier findet, dann in kleineren Missionen spielen, dann braucht man nichts extra nochmal herstellen, einfach. Unten ist irgendwas, das will ich jetzt haben. Ach, nur so ein Ding. Okay, na gut. Ja, das war jetzt. War mir klar. Da oben ist auch noch was. Hier ist auch noch... Oh, das ist gut. Das Safe nehmen wir natürlich mit. Und dann werden wir hier oben nochmal gucken, was da ist. Muni. Ja gut, Muni ist okay. Muni kann man mitnehmen. Aber mir fehlen noch so ein paar Schätze. Fehlen noch so ein paar Schätze. Die ich ganz gerne hätte. Da unten ist kein Schatz drin. Da oben leuchtet. Oh ja, da oben ist was Interessantes. Ja, das ist ein netter Schatz. So, den nehmen wir doch mit. Da ist auch eine Skizze wahrscheinlich wieder drin. Ah, ne. Weiterentwicklungsmaterialien. Nice. Okay, mehr davon. Davon will ich noch was. Muni, okay. Die nehmen das Haus da komplett auseinander. Was ist da unten drin? Oh, da leuchtet... Oh, da ist was Lilanes. Nice, noch ein Schatz. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ah, sehr schön. Okay, dann nehmen wir das hier auch mit. Und das hier nehmen wir auch mit. Okay, das Haus hat sich gelohnt. Definitiv hat sich das hier gelohnt. Jetzt würde ich mal schauen, da waren wir auch noch nicht drauf. Ah, okay, nicht ganz hochgekommen. Ist aber nicht schlimm. So. Hier einmal Muni. Ist in diesem Turm etwas drin? Nee, sonst würde es blinken und leuchten. Okay, da oben... Pff, oh. Lohnt sich nicht. Auf der Baustelle ist auch nichts. Ja, okay. Von da hinten sind wir, glaube ich, gekommen. Ne? Waren wir da hinten an dem Turm? Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal hin. Oh, ein Lager. Das würde ich jetzt nicht unbedingt triggern wollen. Aber wir gehen mal da oben zu dem Turm noch und gucken mal, ob wir da noch was finden. Oh ne, okay. Hier ist nichts. Vielleicht an dem Häuschen da. Nee, auch nix. Na gut. Hier vielleicht. Ah, das sieht mir nach Muni aus. Nee, das ist ein... Könnten gute Fallen drin sein. Nehmen wir mit. Oh ja. Oh, ein paar gute Waffen auch. Eine schöne lilane. Die nutze ich oftmals auch bei den kleineren Missionen einfach. Um meine guten Waffen nicht zu wasten. Sind die immer ganz gut. Ah, okay. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier raus aus der Karte und gucken vielleicht mal, dass wir noch was anderes hinkriegen. Vielleicht eine Unterfangzone oder so. Ich glaube, ich bin unterfangen jetzt. Wo bin ich denn? Weiß ich gar nicht. Level 15 oder so muss ich, glaube ich, jetzt machen.
Also ich bin erst Level 2 oder 3, aber Level 15 kann ich schon machen. Und von daher würde ich sagen, oh, hier habe ich gerade die Konfrontation gehabt. Naja. Okay, ich sehe so auf Anhieb leider auch nichts mehr, was mich interessiert. Nichts blinkt mehr lila. Da ist irgendwie noch was. Mal schauen, was das hier ist. Achso, okay. Da war nichts drin, was ich gebrauchen konnte. Das nehmen wir auch nochmal mit. Zack. Ja. Hier ist auch nichts. Okay, dann gehen wir hier raus. So. Die Sachen, die wir gesammelt haben, die behalten wir ja zum Glück. Das war ganz früher, als Rette die Welt rauskam, auch noch nicht so. Da musste man die Mission echt zu Ende spielen, um auch das alles, was man gelootet hat, behalten zu dürfen. Das war schon krass. Jetzt mittlerweile ist das ja alles entspannter. Okay. Wir haben... Oh, ist eigentlich egal. Da kann ich jetzt mit den kleineren Missionen, kann ich vielleicht auch... Nee, wir machen ein Unterfangen. Wir machen Unterfangen. Leider gibt es hier kein Fragezeichen, wo man einfach joinen kann. Überlebenden retten haben wir auch nicht. Hier, Radarraster bauen ist, glaube ich, immer recht beliebt bei den Leuten. Vielleicht erwischen wir ja da jemanden drin. Weil das ist eine Mission, die man schnell machen kann. Genau wie Überlebende retten zum Beispiel. Oder so. Alles, was mit Verteidigen zu tun hat, ist immer ein bisschen schwieriger. Aber das hier passt anscheinend. Ich glaube, wir müssen, ja, 3 Türme bauen. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen was an Unterfangen-EP gesammelt. So, dann lass uns mal gucken. Übrigens muss ich immer noch hier so Dinge kaputt machen. Du hast 20 Minuten Zeit, um 3 Türme zu bauen. Du kannst 3 beliebige Türme bauen. Ich habe den Standort der Türme auf deiner Karte markiert. Du sammelst bessere Ressourcen. Gibt alles EP. Jede Nebenaufgabe gibt EP. Bringen wir alle Überlebenden. Und daher immer Basis. Gut, die auch mitzumachen. Es darf sich nur niemand zu sehr freuen. Hey! Okay, Kommandant, da sind Überlebende im Sturm. Nice, haben wir auch. Bringen sie heim. Wenn du noch nach Dennis Wo und Lars ist denn mal einen Turm zum Bauen? Ich würde ganz gerne mal einen ich Turm bauen. Ich muss wissen, hier, ob sie sicher sind. Ja, uns geht's gut. Vielleicht rufst du nächstes Mal lieber an, bevor du einen Großeinsatz startest. Wollte ich ja. Wenn du dich dann aber nicht gemeldet hättest, wäre mein Traum kein Traum mehr gewesen. Sondern so, da haben wir doch was. Das sieht doch okay aus. Das können wir bauen. Ordnung, kleiner Roboter? Kein bisschen. Oh, gerade einen kleinen Leck gehabt hier. Wir müssen bauen mit... Nee, Mist. Das wollte ich nicht. Hey, wer schießt da auf mich? So. Ich wollte gerade sagen, warum kriegt man... Oh, dann das nehme ich da mit. Das ist Aufgaben. Oh ja, Einspruch. Ich verstehe nicht. Wieso hast du meinen Fall übernommen? Ich habe Rückenschmerzen. So, jetzt müssen wir mal ein Material... Stein soll es sein. Okay. Dann bauen wir hier mit Stein. Nee, ich habe keinen Stein. Och, ich habe keinen Stein. Eieiei, okay. Dann müssen wir erstmal Stein sammeln. Ja klar, ich meine, ist ja unterfangen. Ich habe halt hier gar nicht so viel Stein. Wenn wir sie davon abhalten können, dich umzubringen. Ich kann ihr nicht helfen. Dann bist du auf dich allein gestellt. Warte! Ich werde es versuchen. Nehmen wir mal den ganzen Stein mit, der hier rumliegt. Ich hoffe, das reicht. Ah, jemand hat die Hydranten für mich zerstört. Nice. Danke. Jetzt noch ein Stein. Und dann sollte es aber auch, glaube ich, auch ein Stein reichen, um das Ding zu bauen. Gucken mal. Auf geht's! Du weißt, was
du zu tun hast. Hallo? Hallo? Okay. Oh, nein, mach das nicht. Gut, er hat es nicht kaputt gemacht. Ich wollte die Wand eigentlich... Ach so, ich muss es so ziehen. Okay, ja, ich hab's. Ich hab das mal irgendwann umgestellt für Battle Royale, weil ich dachte, ich könnte dann besser bauen. Aber nein, das hat leider auch nicht geklappt. Von daher war das umsonst. Ich muss das mal wieder umstellen hier. Oh, okay. So, dann haben wir das und dann müssen wir hier nochmal was machen und zwar... So, ne? Nee, gar nicht wahr. Der muss weg und der muss weg. So, genau. Zack, zack, zack. Hier kommt eine ganze Wand hin, was kommt da oben hin? Auch ganz, 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 okay. Dann machen wir wieder die ganze Wand. Zack. Oben machen wir eine. Da, da, da. Der Turm ist doch größer, als ich dachte. So, hier müssen wir jetzt so machen. Dann brauchen wir hier wieder einen Boden, aber nur das Teil. Dann... Oh, das war falsch. Der kommt da hin. Der da. Der da. Dann kann ich hier schon mal wieder eine Wand bauen. Überall. Ah, ne, die hat Fenster, die Wand. Ah, die auch? Nein. Na bitte! So, aber die hier hat Fenster. Okay. So. Dann hier wieder ein Boden. Oh, ich habe wieder keinen Stein. Ich habe wieder keinen Stein. Schade. Lass mal Stein holen. Also ich habe gedacht, das geht mal easy peasy. Aber da man ja kein Material bei einer Unterfangzone hat, geht das gar nicht so easy peasy, wie ich dachte. So, aber egal, hier liegt genug Stein rum. Die Steine werden kleiner, das ist mir noch nie aufgefallen. Oder sind die alle ineinander? Ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. So, wir haben 200 Stein. Vielleicht ist hier ist noch ein bisschen was. Nehmen wir noch mit. Da hinten hier ist noch ein bisschen was. Das nehmen wir noch mit. Dann dürfen wir aber genug haben, hoffentlich. Oh ja, den großen, dann nehme ich natürlich auch noch mit. Den großen Klotz. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Nice. Nehme ich auch noch mit. So, und dann bauen wir weiter. Na, bis wohin sind wir gekommen? Bis hier. Wir brauchen Stein. Zack. 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 Achso, wir müssen hier wieder Wände bauen. Nee, das war die falsche Wand. So ist richtig. So ist richtig. Wir wollen die Wand da auch noch haben. Zack. Zack. So, und dann Boden, da müssen wir jetzt aber so. Zack. Dann können wir den da schon mal hinbauen. Zack. Und den da. Nee. Nee. So. Okay. 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 Und jetzt noch die beiden Wände hier. Ein Turm ist fertig. Da muss ich alles für wegnehmen. Und nur die stehen lassen. Oh. Ja, falsch. So. Das ist egal, wenn man hier zusätzlich baut, ist es nicht schlimm.
Und jetzt aktivieren wir das Ding. Zack. Nice. Haben wir zwei schon mal geschafft. Ist der Kollege beim dritten? Lass mal gucken. Da hinten ist ein Geschenk. Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Okay. Wie viele von Willows Weihnachtsgeisterträumen hattest du eigentlich? Kommt drauf an. Habe ich jetzt einen? Sie hatte um die 50. So viele. Ich weiß nicht, ob ich wach bin oder schlafe. Frohe Weihnachten. Naja, wir lassen es jetzt so. Ich muss hier nichts bauen. Das stört mich aber, wenn ich meine Sachen hier irgendwie so habe, obwohl ich was anderes machen will. Zum Beispiel das hier. Die Treppe brauche ich dann doch schon, um irgendwie mal hochzubauen oder so. Aber ich brauche sie auch nicht. Ich brauche sie so. So, weil ich immer mal wieder bei Dächern gucke, ob nicht irgendwo was Cooles ist. Ein Schatz oder so. Ah ja, da ist der nächste Turm, der gebaut wird. Nice. Oh, das war nix. Drei Türme. Gut gemacht. War nix. Drei Türme. Mehr brauchen wir nicht. Ach, hier war schon jemand. Okay. Du hast noch Zeit zum Bauen. Ja, und jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, um andere Dinge zu machen. Dabei kann man ganz gut Überlebende retten und diese ganzen anderen Geschichten hier erledigen, die noch da sind. Zum Beispiel, was ist denn da hinten? Was wird da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ah, der holt sich die ganzen Schätze hier. Naja. Natürlich gar nicht schlecht. Ich werde mir jetzt auch einen hier holen. Hier unten. Nämlich einer. So. Die werden nämlich angezeigt, sobald man die Radartürme aufgestellt hat. Werden einem die auf der Karte angezeigt. Da hinten ist noch irgendwo was. Das sind nämlich diese hellblauen Pfeile. Hier irgendwo. Ach nee, das ist nur so ein Ding. Ja, schade. Da hinten wäre noch ein Radarturm, den machen wir aber nicht. Mir ist auch kein Bock. Hier ist nichts am Dach. Schade. Da kann man mal das hier mitnehmen. Da. So. Arbeite ich mal an meinen Maschinenpistolen-Kills, würde ich sagen, oder? Muss ich auch mal irgendwann machen. So, gibt's hier was? Nein. Ein Schatz, ein Schatz. Naja, okay. Hey, Leute. Nein, hilf. So, haben wir hier was Schönes? Nein. Sehen das Loch. Aber hier gibt es leider auch nichts. Schade. Oh ja, der Boden ist ein bisschen kaputt. Okay. Oh. Hallo. Nein, ich habe keine Muni mehr.
Ja, okay. Wenn man keine Muni mehr hat, ist das natürlich auch schwierig. Nehmen das Geschenk nochmal hier mit. So. Wir könnten uns natürlich Muni herstellen. Außerdem habe ich noch andere Waffen hier, sehe ich gerade. Aber nichts Gescheites. So, wir könnten uns aber Munition herstellen. Die hier zum Beispiel. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. Nachladen. Wenn wir denn noch irgendwo Hüllen finden. Sieht so hüllenleer hier aus. Ach, da. Joa, okay. So waren zumindest ein paar. Da sind noch ein paar. Wow, die brauchen ein bisschen mehr anscheinend. Das Zeug hier. Gut, ich habe gerade aus Geschenke angeschossen. Da ging es ein bisschen schneller bei dem anderen. Okay, da hinten haben wir auch noch ein paar Höhlen. Nehmen wir erstmal den. Habe ich noch? Ich habe nur noch zwei. Ich muss mehr Muni machen. So. Noch 5 Minuten. Ich wusste, das gefällt dem hohen Gericht. Hier auch noch mit hier das Ding. Das nenne ich unaufhaltsame Beweisprüfung. Ja, diese Schnapsidee mit dem Kampfanwalt hat wohl kein richtiges Standbein. Keine weiteren Fragen. Das hier könnten wir noch machen. Gibt ja auch wieder XP. Und sollte auch nicht so lange dauern. Okay, wo ist noch einer? Ach, er baut schon hoch. Nice. Und jetzt haben wir noch irgendwo einen da. Neuen Turm gebaut. Okay, nice. So, da habe ich noch Hüllen gesehen. Na, wieder so eine billige Hülle. Der braucht echt fast 2 Magazine, ey. Okay. Ich habe erst 73 von 300. Also ist vielleicht auch nicht die richtige Zone, um Aufgaben zu erledigen. Was ist hier? Was ist das hier? Was war das? Was wird das? Keine Ahnung. Ach, das ist dieser Turm, okay. Das sah mir jetzt komisch aus, aber er hat einfach, glaube ich, noch ein bisschen hinzugebaut. Da wäre noch der andere Turm, den bauen wir aber nicht. Natürlich würde das Level dann noch steigen, aber guckt euch den Turm an, da habe ich keinen Bock drauf, den zu bauen. Wow, was war das jetzt? Ich bin im Baum hängen geblieben. So, da sind noch ein paar Höhlen, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Erstmal den Geschenketyp.
Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Kriegt man mit einem Magazin nicht down, diese Typen. Kein Überlebender drin, schade. Da hinten ist noch eine Hülle. Noch irgendwo welche? Wow! Ich habe keine weiteren Fragen, okay. Euer Ehren. Haben wir gewonnen? Wie gesagt. Ich bin nur Anwalt, weil das auf meiner Schachtel steht. Also keine Ahnung. Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Na, hier gibt's auch nichts. Oh, Höhlen. Nice. Ah, hat er alle kaputt gemacht. Schade. Da hinten ist noch einer. Okay. Nice. Mal wieder ein bisschen Unterfangen-EP bekommen jetzt. Ja, schade, dass es mit der hohen Zone nicht geklappt hat, dass ich da keine Mitspieler gefunden habe. Aber es sind halt auch gar nicht mehr so viele online hier bei Rettet die Welt, muss man sagen. Es ist immer schwierig, da eine Gruppe zu bekommen. So, da fällt mir gerade ein, ich muss die Copyright-Musik ausmachen bei den Tänzen. Sollte jetzt nicht gereicht haben, um das Ding irgendwie, um eine Beschwerde zu bekommen. Aber trotzdem sollte ich das mal ausmachen. So, was haben wir denn bekommen? XP erstmal natürlich eine Menge, dann hier Unterfangen-EP. Nice. Stünde es dir frei zu gehen. Eine Aufgabe haben wir auch erledigt. Du würdest wirklich einen guten Actionanwalt abgeben? Nein, würde ich nicht. Würde niemand. Sollte ich den Gedanken aufgeben? Gib ihn auf. Ach, noch mehr Unterfangen, EP. Nice. Und noch mehr Unterfangen, EP. Jo, sind wir aufgestiegen im Level. Jetzt Level 3. Haben wir noch ein bisschen was vor uns bis Level 50. Auf jeden Fall. Aber 500 Schneeflockentickets sind ganz geil. Können wir nicht auch nochmal eben im Video Lama öffnen. Lass mir die Überraschung. Du hast meinen Schöpfer freigelassen? Und es könnte sein, dass ich sämtliche Munition von Kuschelbär geklaut habe. Erst hören wir mal Wade zu. Das werden wir ja sehen. Nein, ich hab das wirklich gemacht. Oh. Dafür runter, Kuschelbär. Komm, ich hab eine Überraschung für dich. Ich hoffe, es sind Kuschelbärskugeln. Sind sie nicht. Okay. Öffnen wir mal noch einen Festtagslama hier. Ich hab ge... Schauen wir mal, ob wir irgendwas Cooles bekommen. Ich befürchte aber nicht. Nee. Nichts dabei, wird alles verschrottet. So. Wenn wir wieder 50 haben, können wir noch eins öffnen. Ansonsten gucke ich mal hier, Cloaked Shadow ist neu, aber den habe ich auch schon im Besitz. Äffchen hatten wir letztes Mal, habe ich auch schon im Besitz. Eigentlich habe ich alles. Kann mir nichts von meinem schönen Gold kaufen. Peinbringer ist eine geile Waffe.
Aber auch die habe ich sogar zweimal schon. Auch den habe ich, glaube ich, zweimal, ja. Einmal in der Sammlung und einmal als Skizze halt, ne? Die habe ich halt auch alle hier. Auf 130. Den hier jetzt, der Peinbringer, auch auf 130. Ja. Und dann halt nochmal in der Sammlung. Okay. Das soll soweit gewesen sein. Wir haben wieder mal eine Mission gespielt und ein bisschen gechillt hier bei Rette die Welt. Die Welt ein bisschen besser gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, würde mich freuen. Alles klar, bis dann.